Der grüne Tiroler Georg Willi ist der Nächste. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren auf der Regierungsbank, liebe Gäste aus Südtirol und Tirol, meine Damen und Herren. Ich hatte in der ersten Klasse Gymnasium einen Geografielehrer, der aus Südtirol stammte. Und wenn er uns Elfjährige gefragt hat, wohin kommt man, wenn man über den Brenner fährt, und wir geantwortet haben, nach Italien, mussten wir uns mit einem nicht genügend setzen. Denn wer über den Brenner fährt, der kommt nach Südtirol. Diese kleine Geschichte zeigt, wie jene Generation gelitten hat, die die schmerzliche Trennung Südtirols von Tirol erlebt hat, mit all ihren ungerechten Abschnitten. Und dieser, mein Lehrer, hat sich gefühlt als Teil einer unterdrückten Minderheit, und dieses Gefühl wollte er uns Jüngeren weitergeben. Ich selbst gehöre ja noch der Generation an, die das Trennende der Brennergrenze erlebt hat. Die Kontrollen, die eine oder andere Schikane, das Schimpfen auf die Walschen, das mit vielen Geschichten unterlegt wurde, damit wir verstehen, was das bedeutet. Ich habe aber auch hautnah miterleben dürfen, was möglich ist, wenn Politikerinnen und Politiker mit strategischem Denken, mit Respekt und mit Verständnis für die Position des anderen miteinander verhandeln und versuchen, eine Lösung zu finden. Vor vielen Jahrzehnten hat ein ÖVP-Politiker in einer sehr strittigen Frage in diesem Haus herinnen erzählt, wie mühsam es war, eine Einigung zu erzielen. Aber er hat gesagt, über allem stand der Wille zur Einigung. Und ich glaube, es war auch dieser Wille zur Einigung, der letztlich dazu geführt hat, dass aus einem sehr schwammigen, schwachen Pariser Abkommen über das erste und zweite Autonomiestatut am Ende diese Streitbeilegungserklärung 1992 möglich wurde, deren 25. Jahrestag wir heute feiern. Und das Autonomiestatut ist heute eine solide Basis, die den heutigen Bedürfnissen der drei im Lande lebenden Sprachgruppen gerecht wird. Wenn wir heute auf Südtirol schauen, so dürfen wir mit Freude feststellen, das Land südlich des Brenners ist eine der erfolgreichsten wirtschaftlichen Regionen Europas. Die Autonomie ist aber Work in Progress. Anpassungen an die Zeit sind sinnvoll und möglich, aber nur, wenn alle Beteiligten zustimmen. Und dazu gehört auch die Republik Österreich, die mit allem Nachdruck die Schutzmachtfunktion auch weiterhin ausüben wird. Und das ist uns allen, glaube ich, einhellig wichtig. Der größte Reichtum Südtirol ist für mich neben der Natur und der Kultur und der Kulturlandschaft vor allem die kulturelle und sprachliche Vielfalt. Wenn ich in Südtirol geboren wäre und dort aufgewachsen wäre, würde ich zwar in eine muttersprachliche Schule gehen, aber ich würde zweisprachig aufwachsen. Nach 5 Jahren wechsle ich eine Mittelschule in eine Gesamtschule, wo auch behinderte Kinder mit unterrichtet werden, Kinder aus allen sozialen Schichten. Und wenn ich Glück habe, spreche ich mit 14 Jahren vielleicht sogar 4 Sprachen. Deutsch, Italienisch, Englisch, Ladinisch. Das ist ein Reichtum, den man als solchen auch sehen und begreifen muss. Diese Chance der Zweisprachigkeit, der Mehrsprachigkeit ist in einem Europa ein riesiger Startvorteil. Aber auch das Aufeinandertreffen der alpenländischen Kultur mit jener der Italiener ist eine Bereicherung. Und jeder, der in Südtirol ins Restaurant geht, weiß um die Vorzüge der alpenländischen Küche, die sich mit jenen Vorzügen der italienischen Küche verbindet. Und wenn man auf Architektur, Mode, Design, Lebensart blickt, dann sieht man auch diese Verbindung zwischen dem Alpenländischen, das natürlich prägend ist, aber auch den italienischen Einflüssen, die noch dazu europäisch inspiriert sind. Ich komme zum Schluss. Was als sehr schwammiges Gruber de Gasperi-Abkommen auf 2 Seiten begonnen hat, ist nach einem langen Prozess ein sehr detailliertes Autonomiestatut geworden, von dem man mit Fug und Recht heute wohl als von der Magna Carta Südtirols sprechen kann. Die 3 offiziellen Sprachgruppen des Landes haben viel an Misstrauen abgebaut, aber vieles bleibt auf diesem Weg der Verständigung noch zu tun. Wenn wir den Willen zur Einigung,
der in Südtirol letztlich gelebt und der zum Erfolg geführt hat, leben, politisch leben, ist jedenfalls viel mehr möglich, als viele denken. Kleingeisterei und ewig gestriges Denken sind Gift für das fruchtbare Miteinander von Mehrheit und Minderheit. Vielmehr sind Toleranz und Offenheit füreinander der Nährboden, auf dem die Region Südtirol, die Region Tirol, Südtirol, Trentino weiterwachsen kann und weiterhin Vorbild für Autonomien in der ganzen Welt sein kann. Auf diesem Weg wünsche ich der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino alles Gute.